Vor allem zu Hause läuft es halt nicht mehr. Die Fortuna wartet seit 3 Heimspielen auf einen Sieg. Und Tore des Teams von Uwe Weidemann bleiben Ereignisse mit Seltenheitswert. Erst 14 Treffer in 15 Spielen. Der Hoppeditz führt den Anstoß aus und Düsseldorf hofft auf eine angemessene Karnevalsfeier. Die Braunschweiger in den gelb-blauen Trikots kamen aber besser ins Spiel. Wehlage auf Earl und Cembri ist da, 0-1. Nichts war's mit Feiern, 17. Minute. Bei Braunschweig lief im Sturm diese Saison auch lange nichts. Seit Earl und Cembri spielen, geht's aufwärts. Und Cembri trifft hier, obwohl 2 Düsseldorfer bei ihm sind. Ein Bild, das zeigt, dass die Nerven der Düsseldorfer bei Heimspielen blank liegen. Langenecke mit dem Rüffel. Alle haben Angst vor Fehlern. Freistoß Markus Anfang. De Kock. Und Lamberts. Ohne Worte. Für Düsseldorf kein Torschuss in der ersten Spielhälfte. Er muss es ausbaden. Uwe Weidemann, Kritik schon zur Pause. Die zweite Spielhälfte. Wieder Markus Anfang. Castrati und De Kock behindern sich gegenseitig. Die Eintracht mit Konterfußball. Dennis Dogan sucht den eingewechselten Sretoristic. Der Ex-Stuttgarter ist nur noch Ergänzung. Schiedsrichter Felix Zweier dann bei seinem Assistenten. Ergebnis der Besprechung. Rot für Düsseldorfs Ahmed Schäbe, 79. Minute. Wegen dieser Tätigkeit. Und auch Dogan muss gehen, weil er gemeckert hat. Ein zerfahrenes Spiel in den zweiten 45 Minuten. Ristic hier gehalten von Spier. Es gibt den nächsten Platzverweis. Diesmal trifft es Adrian Spier. Und das vollkommen zu Recht. Nur noch 9 Düsseldorfer gegen 10 Braunschweiger. Und die Fortuna warf alles nach vorne. Hinten waren sie entsprechend anfällig. Earl alleine unterwegs. Melka ist draußen. Und es gibt 11 Meter. Und Schiedsrichter Zweier hat Erbarmen, nicht mal gelb für Michael Melka. 87. Minute. Es tritt an Martin Horacek. Und er verschießt. Vergibt die Möglichkeit, alles klar zu machen. Schon der 4. von 5 Braunschweiger Strafstößen diese Saison, den sie vergeben. Die Fortuna fightete in der Schlussphase in einem kampfbetonten Spiel. 90. Minute, das ist Erwig, 1-1. Das allererste Joker-Tor eines Düsseldorfers in dieser Saison. Erwig war verletzt erst gestern, das okay von den Ärzten. Und hier überragende Vorarbeit von Axel Lavare. Ein Zusammenspiel der Stürmer. Düsseldorf schafft am Ende glücklich den Ausgleich. Sicherlich ist es im Großen und Ganzen keine super Leistung von uns gewesen. Aber wir nehmen einen Punkt gerne auch mit, besser als gar keinen. Entscheidend ist doch, dass wir alle Erfolg hier haben wollen. Und die Fans, die waren enttäuscht, dass wir zurückgelegen haben. Und sie sehen doch, in der 90. Minute machen wir das 1-1. Und da feiern sie wieder mit uns. Das nehme ich nicht so ernst. Die Braunschweiger von Benno Müllmann hätten gewinnen müssen. Die Serie hält aber. 9 Spiele sind sie jetzt ungeschlagen.